Ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, hallo, hier ist TK aus HGW, sondern wir sind mittendrin im Trubel, Freunde. Und ja, es sind eben nicht nur die Landwirte, sondern auch die Forstwirte, die Unternehmer, die hier sind. Und wir haben ein besonderes Zeichen von heute. Zeig mal. Ist kalt. Also, wir sind gekommen, um Fakten zu schaffen. Und so geht's denn noch weiter. Okay, ich danke dir. Gut. Männer. So, und jetzt haben wir hier den Herrn Lemke, mein Name, aus Wittstock. Herr Lemke aus Wittstock, aus Babels bei Wittstock, das habe ich richtig verstanden. Wann seid ihr losgefahren? Wir sind gestern, heute ist der Sonntag, ne? Nee, Montag ist heute. Montag. Wir sind gestern um 5 Uhr losgefahren aus Wittstock. Cool, jetzt seid ihr hier als Unternehmen oder als Landwirte? Ja, wir sind Unternehmen und ich bin selber Landwirt, aber genau, also hauptsächlich Landwirte. Warum sind wir hier? Weil die Ampel toll ist? Naja, also angefangen hatte ja mal mit Agrardiesel und so, aber mittlerweile hat die Bewegung sich ja ein bisschen weiterentwickelt und wir haben auch viel Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten. Ich denke mal, die Ampel sollte mal langsam ihren Kompass neu einrichten und wieder ordentliche Politik für die Leute machen. Du, mein Lieber, jetzt muss ich nachfragen, die Ampel sollte neu ausrichten. Heißt das, die Ampel soll weitermachen? Naja, ich habe eine persönliche Meinung und ich habe eine Meinung, die ich der Presse mitteilen darf. Nein, wenn du so deutlich sprichst, muss die Ampel natürlich abdanken, sag mal, wir brauchen Neuwahlen. Weil wenn 80% der Leute sagen, wir möchten diese Politik nicht mehr haben, dann heißt es eigentlich nur, dass wir Neuwahlen brauchen. Das denke ich nämlich auch. Also mit dieser Ampel kann es nicht mehr besser werden, schon gar nicht viel besser. Wir warten mal ab, um 11.30 Uhr soll Christian Lindner vom Brandenburger Tor wohl erzählen. Ja. Mal sehen, was heute noch passiert. Kommt alle gesund wieder nach Hause. Ich danke für das Interview. Ja, wir machen. Bis bald. Wir sehen uns. Jawohl. Horido.